Name ist Martin Wölker und ich bin Logistiker. Willkommen zu Martins Wahrer Logistik Part 10. Im letzten Teil hatte ich ja eine Schaltung gezeigt, mit der man das Sushi-Belt gut kontrollieren kann. Ein Up-and-Down-Counter mit Reset, den habe ich dann eben über einen Kombinator geregelt. Ich habe inzwischen eine kleine PowerPoint-Präsentation vorbereitet, um das zu erklären. Gehen wir kurz mal runter. Ich habe leicht umgebaut, aber es sind nur Kleinigkeiten. Die Schaltung müssen wir wiederholen. Hier ist die Schaltung und das möchte ich jetzt erklären. Dafür wechseln wir das Programm. So, da sind wir also jetzt im PowerPoint. Ich habe einen Up-Down-Counter gemacht, der über eine Flanke gesteuert wird. Ich habe mal kurz das Bild, was wir eben gesehen haben, nochmal hier angezeigt. Und damit klar ist, was ich da so mache, habe ich versucht, das systematisch zu animieren. Erstmal gucken wir, welche Teile wir haben. Das sind die Teile, die alle drin vorkommen. Ich habe hier den Schalter an, aus. S gleich 1 ist an, S gleich 0 ist aus. Wir haben ein paar Lämmchen. Wie gesagt, die sind nur dazu da, um das ein bisschen zu veranschaulichen, damit man das sehen kann. Und ich habe hier einen kleinen konstanten Kombinator, der einfach nur rot liefert, damit ich eben rot und grün anzeigen kann. Wir wissen ja, dass in Faktoren Farben eingestellt werden können. Gut, gucken wir uns mal an, wie das Ding jetzt aufgebaut ist. Das heißt, ich blende die Sachen, die wir nicht brauchen, aus. Beim S den Schalter, dann müssen wir den Schalter abfragen. Wir haben zwei logische Kombinationen. Das heißt, wenn der Schalter S auf 0 steht, ist R gleich 1. Und wenn der Schalter an ist, ist R gleich 0. Und was sehen wir? Jedes Schaltglied braucht ja genau einen Takt, also eine 60. Sekunde. Das ist der Takt, der in Factorio läuft. Das heißt, wenn ich hier umschalte von S gleich 0 auf S gleich 1, dann bleibt hier erstmal R stehen und dann ist hier ganz kurz S und R ist eine Oder-Bedingung hier. Und dann kommt grün gleich 1 raus und hier habe ich eine Und-Bedingung. Dann ist nämlich kurz S kommt von hier kommt das R, dann ist grün gleich 1 und das reiche ich hier einfach weiter. Hier mache ich aus dem Grün, ziehe ich wieder einen ab. Das ist eine Oder-Bedingung, ist natürlich wieder eine 1, die rauskommt. 1 minus 1 ist 0, da kommt eine 0 dazu. Alle Signale, die hier reinkommen, werden wie folgt verarbeitet. Wenn ich hochzählen möchte, geht das Signal hier rein. Und dann haben wir ganz einfach den Ist-Zustand. Dann kommt das Ab dazu. Nehmen das mal 1. Die 1 kommt von da. Und wenn die 1 von da, kommt, habe ich einfach einen drauf addiert. Und im nächsten Takt ist ein höher. Dann ist das Signal hier weg. Und abwärts ist noch das Gegenteil. Es kommt ein Down-Signal aus dem Down, also meinetwegen, ich habe ein Kupfer, dann wird ein Minuskupfer draus und dann wird das Minuskupfer hier drauf addiert. Das heißt, ich zähle damit aufwärts, damit abwärts. Das Abwärtszählen macht man einfach dadurch, dass man die Signale mal minus 1 nimmt, dann sind sie eben negativ. Ne? So, das ist so relativ einfach, gut nachvollziehbar, denke ich. Ich habe das etwas vereinfacht, damit das klarer ist, wie die Logik dahinter ist. De facto habe ich das hier so gelöst, wenn S und R 0 sind, also wenn hier nichts ist, dann gebe ich ein minus 1 aus und wenn sie beide an sind, gebe ich ein 1 aus. Das ist so eine Art invertiertes XOR, nur dass ich eben mal 1 und mal minus 1 ausgebe. Wie wird dann zurückgesetzt? Auch ganz einfach, S ist gleich 1, dann wird S gleich 0. Dann ist hier immer noch nichts passiert. Aber hier habe ich ganz kurz kein R und kein S. Das heißt, ich gebe minus 1 aus, damit das minus 1 hier rüber transportiert. Ein Grün hatte ich ja, ziehe ein Grün ab, ist 0. Und 0 mal irgendwas, egal wie die Ist-Werte stehen, ist einfach 0. Das heißt, der Zähler wird gelöscht. Das kann man sich sehr schön in einem Signalzeitdiagramm ansehen. Ich habe das mal vorbereitet. Das sehen wir jetzt hier sehr schön. Hier habe ich die einzelnen Signale. Der Takt von Factorio ist wie gesagt 1/60 Sekunde. Das läuft ganz einfach so durch. Und S ist gleich 0. Wenn S gleich 0 ist, egal wie lang das läuft, ist R 1. Dann schaltet jemand S ein. S wird eingeschaltet. R ist natürlich immer noch 1.
Warum sollte er etwas anders machen? Wenn er aber der und der an sind, also das ist hier die Und-Bedingung, S und R, dann gebe ich ein Grün aus. Das heißt, ne, ich mache hier S und R ist 1 und dann sage ich ganz schnell ein Grün. Dann ist Grün schon an. Gut. Was passiert einen Takt später? Einen Takt später, es ist ja immer noch an. Wenn es immer noch an ist, dann muss R ja zurückgesetzt werden, weil R nur an ist, wenn S gleich 0 ist. Also ne, geht R aus. R geht aus. Jetzt habe ich hier aber schon einen Grünen drin. Was passiert mit dem Grünen? Der Grüne gehört ja auch zu den Ist-Werten. Er ist ja auch ein Wert. Ja, dann heißt hier also ein Grüner mal ein Grüner ist immer noch ein Grüner. Das heißt, das Grüne bleibt einfach an. Und solange Grün an ist, kann ich fleißig raufzählen und runterzählen. Grün verändert sich überhaupt nicht mehr. Grün ist immer 1 und das Zählen läuft vor sich hin. Irgendwann mal ist genug. Das mache ich immer dann. Wie gesagt, ich habe ja eine Konfiguration aufgebaut, die nicht nur operativ funktioniert, sondern die sich auch aufräumt, wenn man mal rumexperimentiert. Wir wollen ja immer daran denken, dass wir nicht einfach nur einen stabilen Zustand haben, sondern wir müssen ja auch daran arbeiten können. Ja, im Sinne vom kontinuierlichen Verbesserprozess bauen wir es ab und bauen wir es auf, ändern wir es. Also habe ich das dann so gemacht, für irgendwann mal schalte ich es wieder aus. Genügend Forschungspapiere gemacht und ich will was anderes machen. Wenn S wieder aus ist, dann haben wir Folgendes. S ist 0, S ist 0. R ist aber auch noch 0. Wenn R und S 0 sind, wenn R und S 0 sind, das ist genau hier der Fall, dann ist eben, ne, S geht runter. Ne? Und dann habe ich einen Takt hier zwischen ein Loch. Warum habe ich hier ein Loch? Ganz einfach, wir erinnern uns dran, das waren ja zwei Schritte. Ich habe das ja jetzt einfach nur zusammengefasst. Ne? Gehen wir mal hier hin, erinnern wir uns dran. Das sind zwei Schritte, ein Takt, zwei Takte. Jede Schalke braucht einen Takt. Das heißt, ein Takt passiert nichts. Und danach haben wir ganz kurz, haben wir beide auf 0 gehabt hier. Wenn beide auf 0 waren, noch einen Takt später kriege ich eine minus 1 raus. Aber danach, jetzt ist es ja gleich 0, wird R auch gleich 1. Ja, und danach haben wir es nur einen einzigen Takt lang. Ich addiere eben die minus 1 Grün auf den einen Grünen und der Grüne ist 0. Das heißt, es ist wieder zurückgesetzt. Und 0, wie gesagt, mal ganz egal, was in Ist drin steht, die Daten sind dann einfach weg. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Zähler, den ich über diesen Schalter S steuern kann. Und natürlich kann man anstatt S ein anderes Symbol, eine andere Variable nehmen. Und ganz schlau wäre noch sagen, warum hast du das so kompliziert gemacht? Das hätte man doch direkt mit S machen können. Natürlich hätte man das machen können. Aber es ging mir ums Prinzip. Und wir sehen auch, dass ich an Folgendem gerade arbeite. Ich will wegkommen von diesen Pegeln, dass immer was an oder aus ist auf der Leitung. Und ich will nur noch mit Triggersignalen arbeiten. Das hatte ich ja auch schon gemacht bei dem Bestellpunkt, wo ich eine bestimmte Menge einfach nur haben will. Die Idee ist immer, dass nur am bestimmten Zeitpunkt was passiert und danach herrscht wieder Ruhe, damit man die einzelnen Signale auch schön auseinanderhalten kann. Aber das werden wir dann in anderen späteren Teilen uns genauer ansehen. Da sind wir also wieder. Das ist die bewusste Schaltung. Ich arbeite momentan eben dran, alles auf Flankensteuerung umzustellen. Ich versuche Speicherzellen effizient zu bauen. Wir schauen mal, wie das alles so funktionieren wird. Wir wissen ja Factorio, da lässt sich alles mitmachen. Da gibt es sogar einen formalen Beweis, so, dass das funktioniert. Und das eine oder andere werden wir also in Zukunft machen. Gut, ich habe meine Pläne und denkt immer daran, Planung ersetzt Zufall durch den Irrtum. Das heißt, man macht seine Pläne und muss stets bereit sein, anzuerkennen, da hat man sich vertan und das muss ich jetzt korrigieren. Hier nochmal meine Kontaktdaten, ne? Abonniert den YouTube-Kanal, ich freue mich drauf und wir werden uns im 11. Teil dann wiedersehen. Ich freue mich drauf. Bis dann!